1, Pause weg. Und 3, 2, 1, Mahlzeit und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Together the Map OMSI 2. Die zwei Wochen sind rum. Letzte Folge 26.06., aber ist okay. Nein, doch, sind zwei Wochen rum. Ja, genau. So grob, also, über den Daumen gepeilt. Wir sagen jetzt nicht, dass es zwei Monate waren, aber mit dabei sind Julian und Tobi. Hallo. Hallo. Und selbst das sind 4 Monate. Ihr seid ja 2x2 Monate. Also 2x2, ich habe die Folge nicht verstanden. Ja, hat er schon gesagt, also hat er schon Monate. Richtig gesagt. Hm, okay. Nee, 2x2 Monate. Exakt auf den Tag, genau. Also wir nehmen jetzt genau 4 Monate später auf, nachdem die letzte Folge ausgestrahlt wurde. Tatsache. Nicht heißt, dass die Folge heute noch online kommt. Nein, die kommt nächsten Dienstag. Ja, das schaffe ich. Ja. Nächsten Dienstag, 19 Uhr. Exakt. Das schaffe ich. Ja, Mensch, wir sind, also, der Shams ist da, der Tobi ist da und ich bin da. Ja, und das eigentlich wären wir heute schneller Auto gefahren, aber hat dann doch nicht ganz so geklappt. Ne, dem Matthias ging das dann nie so Bombe. Und dann machst du natürlich nichts, ne? Na hoch dann, Ermersrichter Straße steht drauf. Ja. War ich doch schon mal zur Abfahrtshaltestelle vor. Ja, hatte ich mir auch gerade überlegt. Regnet nämlich, die Leute sollen ja nicht im Regen stehen. Aber mir regnet es auch, aber die können sich einfach unter die Brücke stellen. Bei mir regnet es. Ja, machen sie ja nicht, die stehen ja ganz vorne. Ja. Außerdem bringt es ja auch so viel in OMSI, unter der Brücke zu stehen, unter der es regnet. Ja, hier fährt die 146 nach Heisingen zum Baldnersee. Ach ja, Mensch. Geht zumindest am Fahrplan. Ja, 146, warte, doch, die fährt zum Baldnersee. Ja, die fährt dahin, das ist schon richtig, ja. Da hat er ja. Der Map-Ersteller kommt ja aus Essen. Aber. Ja, glaube ich zumindest. Ich habe gesehen, ja. Ich habe gerade eben ein Auto mit Gelsenkirchen gesehen, Gelsenkirchener Kennzeichen. Noch drücken. Scheibenwischer an. Nach Hochtann Ermesrichter Straße. Ich finde das schön, dass dann das Ziel oben mit ein bisschen dicker geschrieben ist und unten. Ich liebe die Cooper Matrix, die ist so genial. Das hat er bei mir nicht. Bei mir steht Hochtann Ermesrichter Straße, aber bei mir ist Straße auch abgekürzt. Ja, Straße ist bei mir auch abgekürzt, aber Hochtann, das Hochtann ist dicker geschrieben bei mir. Ja, bei mir auch. Bei mir beides gleich. Oh. Aber Cooper Lavo 128/16? Ja, Flipdot. Ach so, nee, ich habe LED. Hast du die dicken oder die dünnen Liniennummern? Das, was standardmäßig eingestellt ist. Also ich glaube die dünnen. Du wirst ja wohl den Unterschied zwischen einer dicken und einer dünnen Nummer sehen. Ja, die ist 2 Pixel dick. Gut, dann hast du die dünne. Ja, bei mir, bei der Flipdot macht er das komischerweise nicht. Ich bin ja nicht die Bugestra, ich mache ja nicht so riesen dicke Nummern drauf, du. Wie bei den 18-2 an. Kann die Cooper Matrix aber. Ja. Ja, oh Gott, ja, die 3 Pixel dicken. Aber selbst dann macht das immer noch doppelt so dick. Meine Nummer ist 3 Pixel breit. Und meine ist jetzt gleich wieder 2 Pixel breit, aber der macht es trotzdem halt so dünn. Fährt so dick, ja. Ja, aber okay, ich der Julian fährt Facelift. Genau. Das ist der einzige Bus, wo du so on the fly nämlich die Liniennummer ändern kannst, also die Breite. In der Tat. Ja, ich fahre ja den Ruhr-Facelift quasi, also den gemoddeten. MAN Stadtbusfamilie, die kann das jetzt, wo sie die Cooper-Matrix hat, auch. Stimmt, ja. Der kann das über diesen Ding. Über den Monitor tatsächlich. Ja. Warte mal, beim MAN kannst du es auch. Beim Bremer, oder nicht? Nein, da kannst du nur die Matrix switchen. Ach, stimmt. Also generell. Stimmt. So, ich möchte gerne nicht die Werbefront, nein. Türbutton außen kann ruhig bleiben, Seitenzeige. Nebelscheinwerfer sollen drin bleiben. Diese Zoll-Unit will ich nicht haben, die sollen weg. Wo du von Scheinwerfern sprichst, ich könnte mal Innenraumbeleuchtung anmachen. Das hab ich schon. Innenraumbeleuchtung. Hab noch eine halbe Minute. Bis hin. Ja. Da habe ich richtig Pause weggemacht. So richtig Pause weggemacht. Hast du fein gemacht, Tobi, ich bin sehr stolz. Der P getroffen.
Okay. Ich habe noch 5 Minuten, also, kommt das hin? Es würde mich auch sehr stark wundern, wenn du fahren könntest, obwohl du die Pause drin hast. Ja, stimmt. Oh, guck mal, hier kann man ein schönes Thumbnail schon mal machen. Oh ja, da hinten steht nämlich der Kollege mit dem Edeka Repaint. Bei mir hat der Kollege. Oh, bei mir hat der Kollege ein ganz normales Ruckes Repaint. Ja, auch, aber mit so einem blauen Streifen unten. Abfahrtsignal. Und ja, das ist das Neue, die normale Krüger Plus Matrix hat er. Aber eigentlich habe ich. Für den alten Citaro gibt's ja keine. Super. Das ist richtig. Leider. Das würde dann. Also ich hätte es ja tatsächlich gerne wieder einheitlich alles auf Cooper. Ja, weil das saugeil wäre. Weil es die Cooper Matrix. Sehe gerade, ich habe die Parklist nicht angepasst. Die Cooper Matrix ist für mich so das, was die Busfanat Matrix zu um die 1 Zeiten war. Ja, sehe ich genauso, weil die ist halt einfach geil. Also die ist halt, finde ich, Realismus technisch hat sehr gut getroffen. Wir haben hier überall Lavo rumfahren. Ich habe heute Morgen gesehen, da stand ein Facelift in Marten Süd und hat schön initialisiert. Das konnte man schön sich mit anschauen, das Schauspiel. Fand ich prinzipiell sehr cool. Versuche immer noch rauszubekommen, was die Busse hier beim Initialisieren da stehen haben. Ich würde das gerne auf meine Cooper Matrix übertragen. Ich konnte es leider nicht sehen. Das war leider viel zu schnell vorbei. Aber. Oh, ich glaube, es regnet. Immerhin fahren hier neue Autos bei mir. Ich habe auch die Humans nicht angepasst. Doch, das habe ich alles. Müssen wir jetzt ich habe es ja vorhin nochmal neu installiert. Ja, ne, oder? Oh ja, es regnet draußen. Cool. Ja. Hey, Gott, der fährt ja, Leute, das ist ja unglaublich. Oh, Mädels, ich habe doch nur gebremst. Alles cool. Nichts gemacht. Ja, was bremst du auch? Hallo? Mein Fenster ist halt ein Spalt breit offen, aber wird schon gut gehen. Ja, so ein paar Tröpfchen, da passiert schon nichts. Wie habe ich denn jetzt schon eine Minute Verspätung? Ich stehe hier auch noch an der Ampel, Tobi. Nee, ich nicht. Ich fahre jetzt hier nur gerade im Kreis um dich. Nee, Ampel stehe ich nicht mehr, aber ich habe trotzdem Verspätung. Hä? Nee, ich stand da. Also 3 Minuten ist schon sportlich auf dem Stück. Wenn du oben fährst, ja oben hoch und da stand ich erstmal 3 Ampelphasen an der ersten Ampel. Jetzt biege ich gerade das zweite Mal links ab. Ich habe übrigens so auch voll Verspätung bei dir jetzt. Ich bin einmal im Kreis gefahren. Ich bin wieder an der Kreuziger Brücke. Du musst oben dann Richtung Hochtandonnerhain fahren. Ja, da stand alle Linien und dann bin ich wieder links abgebogen. Scheiße. Ja, ist ja auch richtig, aber du musst dann das zweite Mal von der Hauptstraße links, du musst die Gabelung links. Oh, ja, da ist eine Gabelung oben. Bin ich rechts gefahren. Ja, ich stehe dann wieder an der. Ach nee, die ist gerade grün geworden. Cool. Aber Tobi, ich habe auch 2 Minuten. Ja, ich stehe jetzt aber schon an der letzten Ampel vor der Goethestraße. Ich kann das. Echt? Ja, ich sehe sie zumindest schon mal. Verspätung, ja. Die ist rot bei mir und ich nutze die Zeit jetzt mal eben meine Humans TXT kurz anzupassen. Uiuiui, ja, bei mir ist ja auch gerade rot geworden. Ah, guck mal, den Pfeil habe ich übersehen. Hat genau gepasst, jetzt ist grün, jetzt wird zwar nichts ändern im laufenden Spiel, weiß ich gar nicht, vielleicht ändert auch On the fly ändert der es nicht. Manche Sachen ändert der ja auch on the fly, so Hofdateien kann man on the fly und ja ergänzen. Wobei Hofdateien ist so eine Glücksspielgeschichte, manchmal funktioniert es, manchmal gar nicht. Da kann der James ein Lied von singen. Ja. Andere mache ich auch gleich noch. Ich und Josh können ein Lied von singen, wenn du die Hofdatei oder eine zusätzliche Hofdatei einfügst und die letzte Situation lädt er immer grundsätzlich die erste. Hm. Das hatte Josh schon mal in dem Stream und ich hatte das auch schon ein paar Mal, da hat er immer die Hamburg-Hofdatei geladen. Hm. Ah ja, das Phänomen habe ich auch schon mal mitbekommen, ja. Bitte abfahren, ja, ist ja okay. Das wäre dieses komische Omsi, hat das einfach nur abgezählt oder so, ne? Ja, der füllt die ja immer deine Liste mit Index. Ja, Omsi zählt. Ja, Omsi zählt. Der baut sich halt seine Array-List damit zusammen und dann zählt er einfach durch. Und wenn am Ende halt ankommt, fängt er vorne wieder an. Ja, eben. Und wenn das Element halt am Ende
noch nicht da ist. Also für den ist es dann in der Liste quasi noch nicht da. Deswegen lädt er dann das erste. Ist natürlich doof, aber ja. Ja, so funktioniert Omsi halt. Ja. Ist jetzt auch kein Beinbruch, muss halt nur nochmal neu starten. Was manchmal schon ein Beinbruch sein könnte, aber prinzipiell. Vor allem musst du den Bus neu setzen. Das auch. Aus Grün. Ein J, der fährt, der Alter, das ist ja unglaublich. Ui, ist schon richtig davongezogen. Spaß? Nein. Ich bin gleich am Immental, ja, ganz ruhig. Da bin ich noch nicht mal. Also Matthias wäre jetzt schon am Hauptbahnhof, ja? Also. Also ich bin jetzt auch am Immental. Ja. Da halte ich jetzt gerade an. Ja, aber ich habe auch plus eine Minute. Also. Tito. Anderthalb. Guten Tag. Ja, du bist ja noch nicht da. Ja, eben. Bitch. So, nach dem Immental rechts. Ich habe aber gelernt, mich auch von diesen erhöhten Bussteigen im Städtedreieck etwas weiter fernzuhalten, weil, irgendwie haben die eine dämliche Kollisionsbox. Bei mir habe ich das gerade gemerkt, als ich angefahren bin. Beim Anfahren hat er gemeckert. Wie kannst du denn auch anfahren, du Arsch? Was hat er jetzt gemeckert? Wenn du den Bus da draufsetzt, ist kein Problem, aber... Wollen Leute aussteigen? Ich weiß zwar nicht, was da war, aber... Huh? Okay. Was habe ich gehört? Da ist gerade ein Bus aus der Kreuzung gekommen, plopp weg. Schön. Also Kreuzung, in der Kreuzung erstellen können sie. Was ist das für eine Kreuzung? Welche? Also, die standen jetzt gerade rechts und ich stehe hier gerade, also an der T-Kreuzung, wo es dann danach links geht. Ja. Ja, da am Immental, ne? Ja, nach dem Immental die Kreuzung. Ja, und da bin ich irgendwo gegengefahren, wo nichts war. Ja, ja, das ist der Bussteig. Nee, ich war schon auf der Kreuzung. Achso. Gut. Jetzt wollen da irgendwie zwei oder drei aussteigen. Ja, Tobi, vorhin, nee, alle vier. Vorhin mit dem Nachläufer habe ich mein parkendes Auto mitgenommen. Da läuft die. Ach, da gucke ich ins Leere. Hallo, was ist denn jetzt hier los? Hallo. Hi, Tobi. Da, ich habe keinen Blinker an, nein. Ja, fahr mir in die Karre. Komm, fahr rein. Ich hab's doch stehen. Komm, fahr rein. Ja. Ich hatte einen Unfall. Den habe ich nicht mitbekommen. Ist er dann doch nicht. Komisch. Ach. Na, ich fahr da mal ganz entspannt zum Lenauplatz, ne? Der Lenauplatz, der ist ja, wunderbar. Das geht bei mir nicht. Die Kreuzung davor, die ist so komisch. Diese Ampelkreuzung. In der V2 war die so schön und da hat man die umgebaut und jetzt ist da nur noch Müll. Auf zum Meckern, Leute. Nur 1,3. Ich bin gerade froh, dass es bei mir wenigstens nicht regnet. Hier bergab auf dem Kopfsteinpflaster bremsen macht sonst bestimmt keinen Spaß. Bin da mit 20 runtergerollt, also. Ja. 25. Scheiße. Ich hasse diese Haltestelle. Ich hasse ihn. Diesen Platz. Ja, die ist auch nicht schön gebaut. Der Lenauplatz. Ich fahre immer so scheiße, weil du musst ja danach links. Und ich hau mir immer den Nachläufer an. Immer. Ja. Musst du weit ausholen. Ja, ich hab's. Ah. Ich denk da nie dran, ich vergesse das immer, ich fahr die Karte nicht so oft. Fährst du Facelift oder nicht? Ja, ich fahr Facelift, aber ich fahr die Karte nicht so oft. Ach, ich hab die Karre verstanden. Ja, war sehr undeutlich gesagt, das gebe ich wohl zu, aber das ist halt, weißt du. Den Facelift fahr ich oft. So, merkt man gar nicht, an. Aber ja. Ich glaube, gleich fahr ich immer als Ausgleich. Ah ne, ich krieg 1,10 € wieder. So. Ich habe was anderes als MAN-Fahrt, wenn ich einen Ausgleich haben müsste. Ja, ich auch. Halt doch, ganz vereinzelt fahre ich mal Solaris. Ich kann ja noch nicht hin und her pendeln zwischen dem Nick C2 und dem anderen. Allerdings ist der Nick C2 jetzt sehr knapp vor der Fertigstellung. Die letzte Projektphase hat begonnen. Ich glaube das auch dann erst, wenn ich den Karren sehe. Oh, ich habe einen Unfall. Omsi Map Dortmund ist auch schon kurz vor der Fertigstellung, weißt du? Nee, das aber bestimmt, das ist ja genau das gleiche wie die Line City Stadtbusfamilie, wo es jetzt. Die haben drei Türe veröffentlicht als polnische Ausstattungsvariante. Wer? What? Ja. Achso.
Die den V3D Line City umbauen. Ach so, die. Und sie haben auch angeblich Zuwachs im Team und das Gelenkproblem ist jetzt angeblich auch gelöst. Ich habe da gestern mal ein bisschen rumgegoogelt. Vom Olli. Ja. Da. Oh, hier rechts ist grün, okay. Ja, weiß ich nicht. Also, keine Ahnung. Ich glaube, das auch dann erst, wenn ich die Karre sehe, wenn ich die selber fahre. Aber ich habe immer noch so ein Fünkchen Hoffnung, deswegen. Die darf man so ein bisschen behalten, aber. Ja, darf man, klar. Wie gesagt, ich freue mich auch immer noch auf den Karren. Ich hoffe, dass er irgendwann mal erscheinen wird und dann. Irgendwann, ja. Irgendwann ist eine gute Zeit, glaube ich. Ja. Ich glaube, so unrealistisch war der erste 2019 gar nicht mit diesem Vorstellungstermin. Ich glaube, selbst der ist noch zu früh. Ich hoffe nicht. So. Oh, ich liebe meine Ruhetürsteuerung. Ich will nicht mehr hergehen. Hallo. Guten Morgen. Eine Kurzstrecke, bitte. Ist gerade ein Mercedes in die Seite gefahren. Ja, gut. Sowas hier. Ein Mercedes ist mir in die Seite gefahren. Ja, warum fährst du dem denn auch im Weg rum? So, ich bin von der Haltestelle abgefahren und dann kam der von hinten an. Aufgefallen, das ist die Kreuzinger Straße im Fahrplan schon mal zweimal. Ja, Das ist aber gewollt, weil es eigentlich den Zusatzblock A und Block B noch gibt. Ah ja, stimmt. Stimmt, Kreuzinger Straße Block B und Block A habe ich hier stehen. Ja, bei mir steht nur Kreuzinger Straße. Ah, okay. Das ist richtig. Der Zusatz passte da irgendwie nicht mehr hin bei in die Zeile. Schon. Ja. Musst du mit diesem widerlichen Rohdruck auf... Also was heißt widerlich, aber... Carsten fand den widerlich und James fand den widerlich. Den Rohdrucker. Mit dem musst du fahren, dann funktioniert's. Ich hab ja den Bremer. Ja, von daher. Ja, Kreuzinger Straße Block A, sagt der Mozart mir gerade. Denn hier, warum sind hier auf dem leeren Stück so hellgrüne Flächen? Was denn? Weiß ich nicht, bei mir sind da keine hellgrünen Flächen. Mir auch nicht, also. Hier auf dem Mittelstreifen, der ja komplett unbebaut ist. Das waren bei mir gerade hellgrüne Flecken. Nö, bei mir nicht, tatsächlich. Bei mir tatsächlich Da hätte man eigentlich noch Bäume hinsetzen können, ja. Nein. Ja, da hätte man so vieles hinmachen können. Ja, aber doch nicht nichts, weißt du, der ist doch nur bepinselt. Also nicht mal, das ist einfach Standard. Ja, anscheinend aber, an einer Stelle komisch. Hey, hallo, am Rand sind Shrubberies hingesetzt. So, ob hier ein Stück angemalt ist in einem anderen Grünton bei mir. Er wollte einen Fahrschein. Entschuldigung, Manni. Hier, Chrisse. Verzeihung. Ist das jetzt auch noch der falsche? Da auch. Vielleicht stimmt, da sind hellgrüne Flecken. Ja. Entschuldigung. Jetzt sehe ich sie auch. Gut, ne? Wie siehst du, wenn du in der Haltestelle stehst? Ja, am Block A stehe ich jetzt, aber ich habe keine... Ja, wenn du gerade ausguckst, siehst du die. So, das sind dann 2 und 5, so. Vielleicht mal die Abfahrtsampel im Blick behalten sollen. Ah, jetzt ist Dreieck aus. Ich darf fahren, okay. Fahren wir jetzt mal aus der Sicht hier. Ah, da fällt mir ein, was ich noch umsetzen muss bei dem Drucker hier. Was denn? Dass er automatisch zwischen Ticketansicht und Fahrplanansicht springt, wenn ich Tür auf und zu mache. Das fehlt noch. Meiner macht das. Dann ist er perfekt. Meiner macht das. Meiner schaltet dann sogar ab. Boah, dann könnte ich mir die Codeschnipsel davon nehmen. Ja. Weil der wechselt ja nur eh zwischen zwei Sichten durch. Also von daher passt das schon. Ja, meiner schaltet dann einfach ab. Ja. Aber ich meine, codetechnisch ist es halt gleich umgesetzt. Türerkennung. Und dann das eine ist halt dann ganz viele hellgrüne Flecken. Als wäre jemand mit dem Pinseltool ausgerutscht. Ich hab das schon mal auf einer Map gesehen. Ach, das war auch auf Städte drauf. In der Version, da war auf der 49 von Süsselsforst nach Kaisertal auf dem Stück, da war irgendwie so komisch beleuchtet im Dunkeln und dann habe ich mal geguckt und dann hat da einer sich irgendwelche Daten mit Schotter oder so auf die Wiese geschrieben. Ja, das machen aber voll viele. Das war das damals bei Winsenburg auch schon. Ja, eben, David M. hat das auch gemacht. Alheim. Ja, aber das Problem war, dass sich das irgendwie auf die Farbdarstellung in Omsi im Dunkeln ausgewirkt hat. Ja, sehr gut. Cool. Das sah ganz komisch aus. Rutschstrecke, wie sie haben. Ja, das war, wenn du beispielsweise aber auch Winsenburg Hauptbahnhof dann einfach mal rausgezoomt hast. Da war hinter den Häusern so eine Grünfläche, da stand dann Park drauf oder irgendwie sowas. Also, und der malt sich auch ständig die Strecken damit auf. Aber wenn du bei Ruhrout guckst, aktuell ist das teilweise auch noch so.
Dass der Carsten sich dann da irgendwelche Linien aufgemalt hat oder so. Nee, das Carstensche Phänomen ist, dass du hinter Häusern irgendwelche Objekte findest, die er dann parken kann. Immer so eine, Carsten, die Kachel ist total imperformant. Ja, aber das kann doch nicht sein, weil da steht doch nichts. Ja, doch. Du hast 20.000 Schilder und Häuser, die du dahinter stehen. Die parkt er sich da, dass er die nicht jedes Mal neu laden muss, wenn ein Editor startet oder so. Ja, genau. Weil du musst ja, wenn du die gar nicht einsetzt auf der Karte, dann verschwinden die ja immer aus dem Verzeichnis raus. Und also der Klassiker war Ruhr Hauptbahnhof. An der Kreuzung standen dann Brücken und DFIs. Und am Weiher, da standen ganz viele geparkte Autos und Static Vehicles von Bussen. Ja. Man ist eine legitime Art, das so für sich als Schnellzugriff zu machen. Sollte halt nur gelöscht werden, wenn du die Karte release. Die Frage, ob er dran gedacht hätte. Ja, da erinnern wir ihn noch dran. Ich wollte gerade sagen, da erinnern wir ihn schon dran. Also wir fliegen das nochmal alles genau ab. Der Hauptbahnhof hat im Moment sowieso noch so ein Performance-Problem, aber nur wenn du in eine Richtung guckst. Ja, vielleicht steht da auch wieder was. Wobei, vielleicht löst ich, das. Nein, da steht nichts. Nein, die ist weg. Die ist schon weg? Okay. Die ist weg. Das ist, Julian, das ist nur, wenn du hinten in die Wände fährst. Ja, stimmt. Und dann Richtung Hauptbahnhofgebäude, ne? Bis du unter der Brücke drunter bist. Nur dieses kleine Stück. Und ich weiß ums Verrecken nicht, warum. Ich hab keine Ahnung. Vielleicht stecken die irgendwo noch in irgendeinem Gebäude noch 20.000 Haltestellenschilder. Eine Kurzstrecke, bitte. Oder so. Entweder das oder ihm sind irgendwann mal Objekte unter die Kachel geflutscht. Das kann auch sein. So, Ruhrau hat eine zweite Stadt unterirdisch. Aber nur am Hauptbahnhof. Obwohl man das ja eigentlich... Das würde man sehen eigentlich. Ja. Spätestens im Textdokument müsste man es sehen. Ja. Also wenn du die Kachel als Text dann dir anguckst. Zugang zur JVA, ja, die ist hier links. Meiner macht gar keine Ansagen. Nicht? Ich hab auch. Ich hab welche. Also die sind sehr leise, aber ich hab welche. Ich nicht. Die steht wahrscheinlich denn heißen da? Wahrscheinlich heißen die alle anders als im Haltestellenwürfel. Wahrscheinlich. Also Tobi, du hast auch keine? Nee. Gut, bei auch den Bremer. Dann liegt's nicht an mir. Ich auch den Bremer. Ja, aber das ist doch... Das Skript für den Bremer hat doch auch der Chrisley gemacht und ich fahre auch ein Chrisley-Produkt. Ja, aber der Bremer liest das irgendwie anders aus. Hm. Guck mal, hier, das heißt ja hier jetzt Danziger Straße und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Audio dazu Danziger Strippunkt heißt. Guten Morgen. Guten Morgen. Ach Mensch, ja, der Stiffus. Genau, der Bremer geht danach, wie das Ding im Haltestellenwürfel heißt. Sowas. Und alle anderen IBIS-Systeme gehen danach, wie es in der Hofdatei eingetragen ist. In der Hofdatei eingetragen ist. Hm. Ja. Hm. Weil du schreibst ja unten in der Hofdatei dein Trip. Ja. Deine Route. Oh, Klausenhorn hatte ich. Ja, das... Da kann man ja auch nicht viel anders schreiben, aber so Danziger Straße und Danziger Strippunkt zum Beispiel. Ja, ja. Klar. Nee, aber du hast ja unten in der Hofdatei hast du ja deine Route drin und da stehen ja die ganzen Haltestellennamen auch. So muss die Datei heißen. Das ist der Witz und die normalen IBIS-Geräte, die kommen damit klar, aber der Bremer halt nicht. Es sei denn, du fährst mit dem MAS 3, dann kann der Bremer das auch. Ja gut, dann greift er auf ein anderes Skript zu halt, ne? Das ist dann natürlich. Aber da geht ja im Städtedreieck schon nicht, weil für manche Haltestellen dann im Nachtverkehr andere Ansagen vorhanden sind. Eine Tagesfahrt. Da müsste man ja dann neue Haltestellenwürfel setzen und das hat hier nicht gemacht. Tagesticket erwachsen, bitte einmal 6 Tacken. Jetzt gibst du mir 6 Euro, das ist aber schön. Ja, Manni, du musst jetzt nur noch zugreifen. Ach, Rückgeld. Oder hat er mir 7 gegeben? Ja, der Julian hat schon länger das Ticketpack nicht mehr aktualisiert. Stelle ich fest.
Nee, ich habe auch noch nicht die neueste Version, glaube ich. Tagesticket kostet nämlich 6,50. Bei mir kostet 6. Hey, du hast es schon länger nicht mehr aktualisiert. Das ist absolut korrekt. Ja. Oh, Ben, flüstert doch nicht die Ansagen so. Ich will das doch verstehen, wo ich bin. Ah, ich bin jetzt gleich Hauptbahnhof Südeingang. Ich bin Danziger Straße Ring jetzt gleich. Aber ich bin dazwischen, ich bin Platz der Helden. Denk dran, Julian, dass du am Südeingang nicht hältst, ne? Ja, ja, ich meine aber so auf Höhe von dem. Ja, nicht, dass du da rumfährst. Also, Matthias wird das machen. Oh, ich hab einen Unfall. Platz der Helden. Ist mir auch schon passiert, aus alter Gewohnheit. Ja. Oh. Ne, ich bin jetzt am Platz der Helden. Ah, am Platz der Hässlichkeit. Genau. Ah, das Ding. Sieht auch nicht schön aus. Sieht auch nicht besser aus. Sah mal schön aus, als ich daran eine Hand angelegt habe. Da waren ja Bäumchen und Bänke und ein Kiosk. Da hat der James das wieder rausgeholt. Das ist leicht. Der Bäumchen und Bänke. Dafür hat man hier flackernde Texturen, wenn man weit genug rauszoomt. Ja, so fast jeder um die Karte, wenn du weit genug rauszoomst. Ja, okay, aber. Aber es geht ums Prinzip. Bei manchen mehr und bei manchen weniger weit, ne? Sag es ja nur, spätestens wenn die Kreuzungen halt aus Blinds gebaut sind, fängt das irgendwann an zu flackern. Oh, guck mal, da ist ein Kollege. Ja. Mit irgendeinem Repaint, was ich nicht erkennen kann, was es ist. Ich sollte nicht nach links und rechts gucken. Die Karte ist nicht dafür gebaut. So. Ja. Oh, okay, cool. Oh, hier ist aber sehr performant gerade. Bei mir fehlte gerade eine Kachel, die jetzt dann aber doch noch aufgetaucht ist. Im Meo wohnen. Ah ja. Oh, das ist rot. Jo. Ja, dann fahren wir. Ja, also ich glaube, die Karte wurde nicht dafür gebaut, dass man mal nach links und rechts aus dem Fenster guckt, oder? Nein. Tobi. Guck's nach links. Oh, da ist alles leer. Ne, da hinten im Hintergrund ist die nächste Kachel. Ah ja, so hier ist 50. Das hatte ich auch mal dicht gebaut. Mit Bäumen. Mit Bäumen sein. Kann man mit so vielen Sachen dicht bauen. Da kannst du auch noch ein Haus hinsetzen in zweiter Reihe. Nee, das ist da hinten ein bisschen kompliziert mit Haus. Ja. Da noch irgendwie reinparken. Aber guck mal, das Haus hier versinkt im Boden. Wir sind peinlich auf dieser Karte zu stehen. Weißt du, ich finde ja ein Backdrop, wo man drauf guckt, nicht schön, aber es ist immer noch besser als nicht zu gucken. In der Tat. Das ist exakt mein Argument. Ja, ich möchte dem Kollegen nicht in die Karre fahren. Nicht? Warum denn nicht? Wartest du auch? Ich hab doch hier Vorfahrt achten, warum wartest du auch? Manchmal gibt dir die OMSI-KI auch die Vorfahrt. Ja, an der Stelle jetzt hier am Bahnhof. Aber das hatte ich nicht auf dem Schirm, dass die das hier tut, deswegen habe ich mal gebremst. Vor allem beim Linksabbiegen bei einigen Kreuzungen. Kriegen ja es nicht ganz geschissen. Ich bin jetzt übrigens am Hauptbahnhof. Übrigens sagt mein Drucker gerade 066-064. Hallo. Ja, das habe ich auch. Das ist dann? Das ist dann Linie 66, Ziel 64. 270. Ja, das passt. 3 Euro. 4 Euro. 6, 8, 10. Dankeschön. Ja. Ich habe letztens, als ich hier ein bisschen rumexperimentiert habe, auch herausgefunden, dass der Bremer Bus im Prinzip in der Hofdatei die Routen gar nicht braucht, ne? Ne, braucht er auch nicht. Weil ich habe da nämlich mal eine Linie gefahren, wo ich noch keine Route zu erstellt hatte und im Bremer Bus ging das, weil die Haltestellen ja alle schon da waren. Der zieht das aus der Fahrplandatei. Ja. Zu. Eigentlich ganz gut. Darum funktionieren ja so viele Ansagen auch nicht. Echt, bei euch ist das Ziel 64, bei mir ist das Ziel 121. Was? Hier, jetzt hier. Kann auch sein, dass dein Drucker einfach nur irgendeine zufällige Nummer da einträgt. Keine Ahnung. Eieiei, Performance Richtung Hauptbahnhof ist gut, ne? Super. So. Bei mir ist noch besser. Bei mir ist nämlich jetzt gerade schlagartig das Wetter. Ja, bei mir auch. Von Wolken auf Sonne. Der Scheibenwischer knarzt erstmal über die Scheibe. Hast du auch das Dortmunder Wetter? Nee, Düsseldorfer. Aber das scheint wohl recht ähnlich zu sein. Sehr ähnlich zu sein, ja. Cool, dann mache ich jetzt meinen Scheibenwischer aus, ne? Bei mir hat sich tatsächlich das Düsseldorfer Wetter durchgesetzt. Weiß nicht warum. Bei mir ist Kölner. Wow.
Ja, auf einmal ist der Regen weg, aber die Straßen sind natürlich noch nass. Ja, klar, aber der Regen ist halt auch so weg. Ja, auf einmal, von jetzt auf gleich, plopp, Wolken weg. Ich kann nur das Licht ausmachen, das brauche ich ja dann nicht mehr. Nö, wenn die Sonne wieder scheint und keine Wolken sind, dann kannst du das Licht ausmachen. Es sind nur noch vereinzelt Wolken. Ich muss halt mit Licht fahren, weil ich habe noch Overcast. Was haben wir denn? Da vorne steht die 27. Dann mache ich erstmal auch auf Halbbeleuchtung hier, sollte den Leuten auch reichen. Wunderbar. Sollen wir jetzt noch die letzten Nachzüge? Ich bin schon wieder los. Ich habe eh 2 Minuten Verspätung. Lachestraße. Was ich nicht lache. Steht da auch gut. Noch nie ein Auto hier neben mir, aber jetzt. Hallo? Sag mal. Muss doch nur da rechts rüber zur Haltestelle. Das kann doch nicht so schwierig sein. Ja, doch. Guck mal, ich darf fahren. Oh oh. Ah, guten Morgen. Ja. Morgen. Das ist sehr interessant, im Rückspiegel zu beobachten, wie an der mittleren Achse noch das Wasser ein bisschen aufgewirbelt wird. Ja. Aber alles andere einfach trocken aussieht. Ist alles trocken. Partikelsystem in den Reflexionen ausgeschaltet. Ich höre es ja auch noch. Also. Ja, man hört es ja noch plätschern. Ja, bei mir plätschert ja nichts, ist ja alles trocken. Rechnet ja nicht. Ihr rechnet, hattet vorhin ihr rechnet, deswegen ist es jetzt so. Aber wir machen hier gleich U-Turn, ne, oder? Biegen wir nur links ab. Gar nicht schlecht, ich fahr Bus. Nee. Die 66 macht den U-Turn nicht. Okay, also ja, links die ab. Die fährt links weiter einfach, die biegt einfach links ab, die 66. Okay. Arnhemstraße. Kann ich doch nicht ahnen. Hallo. Mal die Bronte. Normalen Fahrschein. Normalen Fahrschein, ja, da gerne. 270. Oh, meine Performance hat sich wieder einigermaßen erholt. Ja, cool. Bitte schön. Toll. Ah, da fahre ich jetzt Arschloch noch. Das war ein Risiko jetzt, aber ich... Ich hab Kontakt. Fahr einfach. Hat gepasst. Echt? Wann kommen sie denn dich holen? morgen. 20:15 Uhr. Auf Pro 7. So. Ob das war ein Dreieck, dann fahre ich trotzdem mal. Hat funktioniert. Party. Schnöchelstraße. Danke, Mozart. Ich habe noch ein Dreieck. Man sollte echt mal der OMSI KI beibringen, dass wenn die schon die Vorfahrt nimmt, dass sie das dann auch schnell machen sollte und nicht so. Nix. Durchziehen sollte sie es vor allem. Ja. Ja. Hab ich das so in der Fahrschule gelernt. Wenn ich schon die Vorfahrt nehme, dann durchziehen. Den theoretischen Teil der Fahrschule, den ich schon gemacht habe, da wurde mir das auch so gesagt. Ja. Wenn sie schon jemandem die Vorfahrt nehmen, dann ziehen sie es auch durch. Ja. Ja. Ich will sofort aussteigen. Ja, ich steigt halt aus. Ich hab mich jetzt gerade ein bisschen dumm. Aber ich stelle fest, Tobi war vorhin auch an der abknickenden Vorfahrt, wo ich gerade bin. Ja, genau. Und da kam von gegenüber eine KI, ist rechts abgebogen und ist da sowas von um die Ecke geschlichen. Und dann vor mir hergeschlichen. Ja, mir haben sie hier auch gerade der Reihe nach die Vorfahrt genommen. Mehrere aber. Sie sind aber gerade ausgefahren, glücklicherweise. Glücklicherweise. Ja, bei mir, der ist abgebogen. So. Was, Mozart? Ich hab's nicht verstanden.
Herr Julian, lieber so als wie in Ruhrau 1. Nächster Halt! Die Ohren weggeflogen sind. Ich weiß noch, da sind wir wir beide nur gefahren. Also bin ich bei dir mitgefahren im Let's Play. Da hast du zwischendurch öfter mal gesagt, Julian, kurz Pause, weil man versteht dich eh nicht. Ja. Das ist aber schön. Jetzt kommt meine Hasskreuzung. Du meinst, boah, an dem Straßenregen oder die danach? Ne, an dem Straße. Aus der Methodenstraße raus auf die Hauptstraße. Ja, die ist. Ach, und direkt. Da hätte man mal eine Ampel machen können. Voll die Assis. Mann. War halt besser, Kollege. Da hätte man eine Ampel hinmachen können, aber ich habe mal nachgeguckt. Dieses Kreuzungsobjekt, was da verwendet wurde, hat einfach keine integrierten Ampelphasen. Vielleicht wurde deswegen keine Ampel hingestellt. Fügst du welche hinzu? 6. Ja! Weil dann hätte man ja das Kreuzungsobjekt mitliefern müssen. Jo. Oder ein eigenes bauen müssen. Ja. Wird ja wohl ein Standard-Kreuzungsobjekt gewesen sein. Ja, aber ohne Ampelphasen. Ja, aber da darfst du doch welche hinzufügen und das Ding mitliefern. Darfst du ja mitliefern. Ja, aber das, da waren die wohl zu faul zu. Oder die haben sich gedacht, da muss keine Ampel hin. Das muss nö. Naja. Makes nothing. So, überall anhalten, also überall. Ich konnte leider auch noch durch keine durchfahren, glaube ich. Nee. Oh, das erste durchsichtige Auto, was aber ich von der sehe. Von den Fahrzeiten her ist das so die Linie anscheinend darauf ausgelegt, dass man ab und zu mal durchfährt. Ich durfte durchfahren! Wo wir es jetzt gerade gesagt haben, ich durfte durchfahren. Cool. Die Fahrpläne im Städtedreieck sind sowieso unmöglich. Ich frage mich, wer die testen kann. Na, wahrscheinlich niemand. Doch, aber die Tester wurden ja dann ignoriert. Ja, das ist also doch ein bisschen, konsequent. Ein bisschen weiß ich ja jetzt mittlerweile, wie man Fahrpläne macht. Ja. Und meine Straßen sind trocken. Ja, aber nur die eine. Danach wird wieder nass. Ach so, dann hat... Ja, du bist gerade bergauf, ne? Ja. Ja, ja. Die danach wird wieder nass. Upsi. Ach so, dann hat er einfach an der Stelle also ja keine vernünftige... Also, an der Waldstraße wird wieder nass. Ja. Ja, dann liegt das an dem Straßenabschnitt. Im Spline. Ich habe mir nämlich auch schon gedacht, diese Stille. Oh, ja, ne? War vorbei. Ich habe auch gerade schon überlegt, worauf wartest du, Kollege? Albertsbrücke. Mich jetzt gerade an einem Auto vorbeiquetschen, der wartet, bis Gegenverkehr kommt, um links abzubiegen. Ich kann an der Albertbrücke auch durchfahren. Jetzt, ich habe auch schon überlegt, ob ich einmal kurz das benutzerdefinierte Wette anmache, einmal auf Straßen trocknen drücke und dann wieder zurückstelle. Das ist Cheaten. Voll Cheaten. Tobi, das darfst du nicht, das ist Cheaten. Habe ich aber früher häufiger mal gemacht. Auch in Aufnahmen? Nein. Quasi vor Zeugen? Nein. Nein. Sowas mache ich nicht. Nein. Nee, da gibt's ja Zeugen. Genauso wie ich auch mein Auto nicht absichtlich gegen die Wand fahre in Formel 1. Das mache ich wirklich nicht. Nur in Outtakes. Ja, das in Outtakes, ja, da ist das ja gewollt. Damit mein Teamkollege da mitfahren kann. Hallo. Hallo. Bin gerade gegen den Bordstein gefahren, jetzt steigen jetzt also, alle aus. Also wenn dann irgendwann mal das Frankreich-Rennen erscheint, ja. Da ist es ja nur an Julia gescheitert, er wollte ja nicht. Ja. Ja, weil mir das ehrlich gesagt halt für den nächsten Arbeitstag und so zu spät war. Dann, weil wir waren ohnehin schon, war ich erst um 1 Uhr im Bett. Das wäre dann noch später. Ja, ist dann halt so. Dann wäre es 1.15 Uhr geworden. Nee. Ja. Ich habe ja mit mir verhandeln lassen, aber... Ich habe halt gesagt, ich hätte es dann gerne an einem anderen Tag. Wir hätten ja auch nochmal eine neue Trainingssession aufmachen können. Die hätte halt jemand anders hosten können. Aber das wolltest du ja nicht. Nee. Nee.
Ja. Also sind wir beide schuld. Egal, ist nur Frankreich. Weil ich dann gedacht habe, ja gut, dann nehme ich die Chance, 25 Punkte aufzuholen halt mit. Ja. Naja, wären das wieder nur 7 geworden. Ja, ist okay. Lass mich hier halt nicht raus. Ist in Ordnung. Du auch nicht. Ja, ist okay. So, 66 hier direkt in vorne. Was, du bist schon am Rathaus? Ja. Wärst ja beim heißen Reifen zusammen. Ja, ich muss ja Verspätung aufholen. Aber ich fahre nach Geschwindigkeit. Hab ich hier aufgegeben. Ich beschleunige halt. Was sagen, Verspätung aufholen. Guten Morgen. Das ist dann 10 Minuten Pause an der Endhaltestelle, ja, da kann ja Kollege machen. Einmal Schüler bitte. Kurzstrecke, Einzelticket Kind. 1,50 bitte. Danke. Ja, komm mir beim Abbiegen noch näher. Ja. Er will kuscheln. Ja, hat er jetzt mit meinem Nachläufer. Jo. Ah, oh Gott, die Ausfahrt aus dem Rathaus, die ist immer so schön. Also zumindest von diesem Bussteig. Du fährst halt, du musst halt direkt ausholen. Weil rechts diese komischen... Du musst ja sowieso hinten halten. Nee, du, ja, du hältst hinten, aber du musst halt, ja, wenn du an der Ampel bist, musst du ja direkt ausholen dann. An der Busampel. Ja, weiß ich, da sollst du ja auch nach links. Ja, erstmal noch rechts. Erstmal rechts raus. Ja, weiß ich, aber das ist eine Einbahnstraße, ist ordnet man sich links ein. Ja. Ich meine nur. Ja, ist wirklich so. Ja, ich meine ja nur. Da muss man immer aufpassen. Kannst du in der Fahrschule im praktischen Unterricht? Lässt der Fahrlehrer dich dann auch zur Not fünfmal im Kreis fahren, wenn du es viermal falsch machst. Ja, du musst ja lernen, ne? Hat es dann im Haus gebrannt oder warum ist das so eine dunkle Stelle? Einfach ein komischer Schatten. Untere Grabenstraße. Alle drin. Ja, Busfahrer muss mal kurz Pause machen. Lenkzeit überschritten. Was? Cool. Oh, mein Display ist schwarz. Cool. Ja, Kea, was machst du jetzt? Kannst dann hier lang schleichen. Solche sind am liebsten. Ich will sofort aussteigen, ist ja unmöglich für die Bahn. Ja, jetzt muss man ja bei der 66... Kurz vor Ende willst du noch einen normalen Fahrschein. Muss man ja bei der 66 gar nicht mal gucken, ob die über Fachhochschule fährt oder nicht. Also jetzt sehr übrig, dadurch, dass wir nicht mehr nach Donnerheim fahren. Ja, und ich habe die, aber es gibt immer noch Kurse über Dings, oder? Ne, die enden dann dort. Es gibt jetzt einzelne Kurse, die zur Fachhochschule fahren und dort enden. Guten Tag. Ah, okay. Zumindest laut Linienplan und Fahrplänen. Bin so einen Kurs noch nicht gefahren. Ich auch nicht, ehrlich gesagt. Auch nicht. Ach, ich bin ja erst 3 Minuten. Sicht auf meiner Perlschnur. Alles gut. Ja. Das war Barossaplatz, Firma Bauscher. Ha! Eine Ansage. Kreis, dann Ottostraße und dann bist du schon da. Ja. Untere Grabenstraße hat wieder eine Ansage. Ja. Nee, hatte ich. Wobei bei mir halt alles Ansagen von daher ist so wenig. Ah, doch, die hatte ich. Am Rathaus hatte ich keine, aber das ist auch logisch, weil da steht ja in Klammer noch der Bussteig hinter. Ja, alte Stellenweiterschaltung deaktiviert. Muss ich einmal deaktivieren, den Spaß hier. Weil am Barbarossaplatz spielt die gerne verrückt. Ja, meine springt aber wieder zurück, weil der Fahrplan irgendwann wieder zurückspringt. Hm.
Ist euch auch die E69 entgegengekommen? Mir ist vorhin ein Gelenkbus entgegengekommen. Was da drauf stand, habe ich nicht drauf geachtet. Achso. Ich auch nicht. Bei mir war es einmal ein Einsatzwagen und da wird dann wahrscheinlich die 66 auch noch kommen. Mir kommen zwei gerade entgegen. Guten Morgen. Ich möchte gerne nach Hurau, bin hier. Aber die E69 ist je nach Uhrzeit auch nur so ein kleiner Pendelverkehr zwischen Rathaus und Fachhochschule. So ganz unspektakulär. Hallo. Ja, genau, jetzt steht er wieder bei Barbarossa. Platz. Was hab ich denn? Bin ich dann jetzt am letzten Platz? Ach, die Verspätungsmeldung. Na ja, gut, okay. Ich stehe Ausfahrt Barbarossa Platz an der roten Ampel. Dito. Ach, da bin ich noch lange nicht. Ich war gerade auf Barbarossa Platz zu, muss dann noch einmal. Die genauso wie der Schelms gerade. Muss dann halt. Immer, jetzt erstmal zur Firma Bauscher. Ich gestehe aber auch ein, auf dieser mehrspurig ausgebauten Hauptstraße 60 gefahren zu sein. Ne, da bin ich 50 gefahren. Ich hätte schneller fahren nichts gebracht, weil irgendwie die Ampeln rot waren. Ja, aber diese Straße macht auf mich so den Eindruck, als könnte man da 60 fahren. Na dann. Ich stehe auch ein, dass ich am Rathaus gerade vielleicht eine Minute rumstand, ohne was zu tun. Ja, du hast ja deine Lenkzeit überschritten. Ja. Tageskarte will Friedhelm auch noch haben hier. So kurz vorm Ende. Hat wenigstens passend gezahlt. Na, immerhin. Ja, zu spät gedrückt. Da halte ich jetzt nicht. Warum war denn mein Fahrscheinverkauf aus? Weiß ich nicht. Während der ganzen Tour keine Gedanken drüber gemacht, warum keiner Fahrkarten kauft. Oh cool, am Kreis kann ich durchfahren. Ich stehe jetzt an der Autostraße, da will jemand raus. Jetzt kurz vorm Barbarossa-Platz komme ich auf die Idee, Ist der vielleicht aus? Ja. Er war aus. Hoppala, das war die Hupe. Er war aus. Ich wollte die Sicht wieder zurückdrehen. Jetzt hat Omsi dann mal meinen Unfall resettet, den ich vorhin am Eingang von Hochtan neues Rathaus hatte. Endhaltestelle. Oh, Autostraße kann ich durchfahren, cool. Na, ja, das war ein bisschen spät, Freunde. Direkt neben dem Haltestellenschild ist ein bisschen spät. Ja, war bei mir auch so. Nur eine Haltestelle vorher. Gedacht, das habe ich in echt mal erlebt. Da hat die sich noch aufgeregt. Wieso? Ich hab doch gedrückt. Hat es aber nicht. Ich bin die ganze Zeit zu spät und jetzt auf einmal habe ich 32 Sekunden Verfrühung. Läuft. Ich? Ja. Ich hatte mal einen Fahrgast und die hat sich beschwert. Sie hätte doch gedrückt, aber in Wirklichkeit, was da gepiept hat vorne, war das Ribas, weil der Fahrer zu schnell angefahren ist. Ja, 50 aber Sekunden zu früh. Ganz ehrlich, wir haben auf unseren Monitoren immer so zwei dicke Stoppschilder. Ja. So, die sind bei den Breiten so, die sind bei den Kleinen so und bei denen, wo du noch die alten Innenanzeigen hast, hast du trotzdem ein rot leuchtendes Ding. Und bei Zeretzke hast du sogar noch mal ein extra Stoppschild daneben, zumindest beim 1529er. Also von daher. Ja, ich bin ja immer noch der Meinung, dass Zeretzke klingt wie eine Krankheit. Ja, ist ja. Aber die, ich weiß nicht, ja doch schon irgendwie, aber. Also ich weiß mittlerweile schon sehr gut, wann ich mit einem Line City fahre. Es ist immer morgens um 8.46 Uhr der Kurs, also eigentlich fast immer, der von der Zeretzke und der fährt eigentlich immer der 1529 und das ist ein Line City aus 2017. Mit den langsamsten Türen, die ich in einem Bus jemals erlebt habe. Da kann der Bus nichts für, aber die sind halt so eingestellt worden. Und es hilft halt nicht, dass der vor dem Schließen dann nochmal zweimal merbt. Ja, definitiv nicht. Aber gut. Er hat auch oft Verspätung, dieser Kurs. War kein Mensch, der da. Der ist im Bus gespawnt.
Bin auch gleich da. Ich bin da. 2 Minuten nur noch. Wo habe ich die Minute denn jetzt gefunden? Jetzt, hör mal, du bist gleich zu früh wahrscheinlich. Ja, ich war am Ende auch zu früh. Wir waren beide zu früh jetzt. Nee, ich... Oder dann bist du vielleicht eine pinkig. Minute 10 drüber. 20. Rogis. Hä? Mann, die ist sitzen geblieben. Arsch. Was? Hat der Ben doch gesagt, bitte alle aussteigen. Ich hab vielleicht, vielleicht sind noch schon wieder neue eingestiegen. Nö, ich habe ja die Türen zu. Ich habe die erste Tür ja gar nicht erst aufgemacht. Vielleicht ist nee, die steigen aber auch hinten ein. Ja, vielleicht durch die zweite reingemischt. Na gut, wenn wir jetzt alle da sind, dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Mitfahren und fürs Zuschauen und dann sehen wir uns nächste Woche wieder und bis dahin macht euch jetzt eine schöne Zeit, ne? Und tschüss. Tschüss. Tschüss.